Ja, hallo liebe Tabakfanatiker hier auf YouTube. Seid mir gegrüßt zu meinem ersten Autovideo. Ist ein toller Tag heute gewesen und da habe ich gedacht, schnapp dir mal deinen Nobelhobel und begib dich mal ein bisschen in die freie Natur. Ja, dann habe ich die Kamera mitgenommen und habe gedacht, da kannst du bei der Gelegenheit, weil es heute auch nicht besonders kalt ist, auch noch ein Video drehen. Das mache ich hiermit. Übrigens, für den einen oder anderen, den es interessiert, als kleine Abwechslung außer Pfeifen, Tabak und Zigarren. Ich sitze hier auf einem Honda Lead-Roller 50 Kubik des Baujahres 86, den ich mal eigen nennen darf. Und der ist im absoluten Originalzustand, fährt absolut genial, springt an und ist ein preiswertes von A nach B kommen, auch wenn es ein bisschen kälter ist. Es gibt ja bekanntlich kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. So, mein Video an sich soll aber eigentlich eine Antwort auf Yogis Video sein, der gefragt hatte, Gedanken zur Tabak und Pfeife und was denkt man so darüber, was kann man besser machen, wie seht ihr das? Ich sehe das ganz einfach so, dass mir das Filmen an sich eine große Freude bereitet und na gut, es geht um Tabak, es geht um Pfeifen. Irgendwann ist das Thema erschöpft. Es wird immer mehr Tabak geben, es wird immer mehr Pfeifen geben und man würde es nicht schaffen, alle Tabake und alle Pfeifen zu präsentieren. Ich denke mal, das muss man auch nicht, aber wenn man eine neue Pfeife hat, die vielleicht ein besonderes Shape hat oder die eine tolle Form hat oder eben was Besonderes ist, dann zeigt man die. Und mich interessiert es auf jeden Fall. Ich freue mich immer, wenn einer eine ausgefallene Pfeife oder eine schöne Pfeife für sich gefunden hat. Oder jetzt zum Beispiel eine Freehand hat oder von einem bestimmten Pfeifenmacher eine Pfeife hat, eine Lorenz oder. Dann ist das schon ganz interessant. Und trotzdem macht es immer Spaß, das eine oder andere Video zu sehen. Mit Tipps, mit Tricks, gut. Vielleicht ist das eine oder andere manchmal abgegriffen oder vielleicht gibt es eine Neuerung. Auf jeden Fall denke ich mal, dass es immer wert ist, ein Video zu machen, wenn man Lust und Laune hat. Nur es sollte kein Zwang dahinter stecken, dass man jetzt sagt, ja, das muss mindestens einmal im Monat, muss da ein Video kommen. Es gibt natürlich viele, die haben aus arbeitstechnischen Gründen keine Zeit. Und man hat auch nicht immer Lust, wenn man abends nach Hause kommt, noch ein Video zu drehen. Oder am Wochenende, wenn man wirklich 2 Tage frei hat, dass man dann die Zeit lieber mit der Familie verbringt, was durchaus verständlich ist. Aber es gibt viele Themen, die man besprechen kann, die auch mit der Pfeife oder mit der Zigarre variabel sind. Da gibt es Motorradfahren, da gibt es Oldtimer, da gibt es Film, Funk und Fernsehen, da gibt es Technik, da gibt es Sportarten, Angeln oder ja, was weiß ich, irgendwelche Sachen, zum Beispiel der Ed, die Malerei, der malt wunderschöne Bilder. Und das ist auch immer sehr interessant. Yogi, du stellst immer Bücher vor, das ist auch immer interessant. Auch wenn ich nicht die Leseratte bin, ist es trotzdem immer informativ. Und ich denke mal, dass jeder für sich vielleicht dann noch ein zweites Bein auf die Erde kriegt, wo er sagt, okay, ich könnte ja mal noch ein weiteres Hobby vorstellen oder dies oder das oder jenes. Oder über Reisen, ja, oder über, da gibt es so vielfältige Themen. Also ich denke mal, mir macht es Spaß. Ich werde weiter Videos machen, wenn auch nicht in regelmäßigen Abständen. Vielleicht mal, dass man einen Monat ausfällt oder dass man mal ein bisschen was länger sich eine Pause gönnt. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Aber ich denke mal, dass es auf jeden Fall allemal wert ist, ein Video zu drehen und dass es mit dieser Gemeinschaft, die man hat, wo ja immer wieder neue dazukommen und manchmal gehen welche, was ja eigentlich der Lauf der Dinge ist, aber die meisten sind ja noch da und auch das ist wieder ein Ansporn, wo Fragen gestellt werden, wo man über Sachen reden kann, was man ausdiskutieren kann oder. Ich denke mal, da gibt es viele Sachen.
Mittlerweile hat aber auch, was ich festgestellt habe, Facebook sehr gut zugeschlagen. Es gibt viele, die hier auf YouTube sind, die auch in Facebook vertreten sind und wo dann auch diskutiert wird, wo Tabake vorgestellt werden. Und ich denke mal, das ist auch ein ganz großer Schritt, warum es hier vielleicht auch ein bisschen ruhiger geworden ist. Nichtsdestotrotz, mir macht Spaß und ich werde weiter meine Videos machen. So, das soll es von mir gewesen sein. Ich werde noch ein bisschen das schöne Wetter genießen. Macht's gut, bleibt gesund. Bis demnächst. Ich sage tschüss, euer Thomas.